Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, wir sind hier immer noch in der Schlacht von den Clone Whitewood und es sieht nicht gut aus. Unser Panzer ist gleich so gut wie tot und wir sind immer noch Anti-Panzer-Einheiten. Ich habe denen gar nichts abgezogen, was? Und ja, nicht gut. Die würde ich am liebsten jetzt erledigen, weil sonst kriegen wir deftig Probleme. Als erstes kommt mal Largo hier nach unten. Da oben die Leute, die werden erstmal ein bisschen vernachlässigt. Weil, ne. So geht das nicht. Ich muss hier irgendwie meinen Panzer retten. So. Ihr Säcke habt mich auch getroffen, also kommt schon. Jawohl! Gut gemacht, Largo. Ja, kein Ding. Okay. Oscar, du kommst auch mal nach vorne. Würde ich gerne so hier ins Lager haben. Okay. So, Vero, du triffst mich. Hast du überhaupt schon einmal getroffen in diesem Let's Play? So, komm. Jawohl! Er macht ja direkt einen Rückwärtssalto. Ja, bin awesome. Nein, bist du nicht. Na gut. Die Gefahr mindert sich. So, was mache ich denn jetzt? Ich könnte hier von hinten nehmen. Aber. Naja. Hier was mal mit Edelweiß. Ob das jetzt so eine gute Idee war. Macht nicht mehr Schaden. Ich kann mich nicht bewegen, verdammt. Scheiße. 6, okay. Ist voll gemacht. Verdammt, der Radiator ist kaputt. Stimmt. Oh, hab ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Herbert. Hilfe. Kannst du noch mal reparieren? Mach mal heile, heile. Kring, kring. Mit deiner Zange. Wow. Das hat's gebracht. Okay, dann machen wir das nochmal heile. Heile? Ich meine, entschärfen. Und jetzt zeige ich mal, was wir noch können. Wir können nämlich die Dinger hier heile machen. Dann stelle ich mich mal kackfrech hier nach vorne. Ja, und im nächsten Zug. Mach ich dann den hier. Jawohl. Perfekt. Ja, das ist voll einfach für mich und so. So. Du hast irgendwie keinen Bock, mich anzugreifen, ne? Na? Bin ich so schnell für dich? Njum. Hat er jetzt gerade geschossen? Ach, die da hinten. Na gut. Ich hoffe, du hast jetzt nicht so Anti-Personen-Geschütze. Weil dann kriege ich Probleme. Ich könnte jetzt auch hier einfach hingehen. Ich gehe nochmal mit Lago nach vorne, weil ich muss den Panzer aus dem Weg räumen. Ma. Ich schaue jetzt in die falsche Richtung. So. Komm schon. Schaffst du locker nochmal, oder Lago? Jung. Obwohl. Kann noch ein bisschen dauern, ehrlich gesagt. Ich weiß zwar, du gehst noch einer vorne. Einschuss, ja super. Ja. Okay, der ist schon mal leicht tot. Das heißt, unsere Siegeschancen haben sich aus irgendwelchen Gründen hier vollkommen gewendet. So, Herr Lisha.
Ich würde mal sagen, du gehst hier so mal rum. Ne? Ja, ganz allein, ob das so eine gute Idee ist. Ja, wird schon klappen. Wenn ich dann schicke ich noch jemanden ein. Wir messen den Panzer. Ah, nee, geht ja nicht. Ich bin in alle Flankenangriff hier. Sie werden überhaupt nicht sehen, was auf sie zukommt. Au. Das kriegst du zurück. Na, warte. Mein Gott. Warum ist es nötig, die mal bewegen zu lassen? Ich mache ich gleich fertig, erwartet. Oh, mehr nicht? Okay. Jum. Ja, Lago. Gehen wir mal in der Nähe von Herbert. Gehen wir an auch Munition direkt. Nö. Warum auch? Nee, ist gut, Herbert. Ich weiß, der Gedanke ist der erzählt, aber trotzdem. Nee, das bringt es einfach nicht. Na, Oscar. Bin ich bescheuert? Ich hätte erst meinen Panzer aus dem Weg räumen sollen. Jetzt sieht er ja gleich nichts. Oder... ich würde ihn gar nicht umbringen, was soll das? Ich würde mit Oscar dann dahin gehen, wo Alicia jetzt ist, aber das würde ewig dauern, bis er da ankommen würde. Katsching! Und nicht mal getroffen. Bist du unglaublich, Oscar. Gehen wir mal mit Edelweiß noch rein. Jo, da können wir uns gleich wieder auf das andere Team konzentrieren, würde ich sagen. Das habe ich gerade erst gebaut, Mann. So, drehe ich das Ding von hier aus. So. Bams. Ich glaube, ich habe getroffen. Herbert. Besorg mal alle hier mit Munition. Bams. Und. Ah. Oh Gott, nein! Wie ist das denn passiert? Egal. Lago, du holst ihn dann schon wieder raus. Ma! Er ist ja nur ein Ingenieur. Wer hätte gedacht, der so wenig aushält? Bams! Obwohl. Zwei Dinger. Buja! Warte. Herbert, was ist passiert, Mann? Herbert! Kein Ding. Wird schon wieder klappen. Hey, ich habe mich nur schlafen gelegt. Mir geht's doch gut. Was? Na gut, dann, dann warte ich erstmal, bis wir die eingenommen haben. Dann baller ich noch jemanden jeden. Okay, jetzt kommt der Flankenangriff. Flanke, Flanke! Ninja, Ninja! Hui! Oh Gott! Mann! Schwacher Rücken, was? Warum? Bist du schon so alt, Mann? Hier, schnupper mal! Was ist das denn? Oh. So, kann ich das schon einnehmen? Der eine sieht nicht so aus, als würde er direkt da drin stehen. So, nehmen wir mal. Ich bin zu was. Ich hab's einen Rücken, Mann! Wo soll ich denn das wissen? Ja, kommst du auch mal nach unten. Willst du nie im Leben? Ja, ich bin auch noch hier. Willst du nie im Leben da hinten hinkommen, oder? Obwohl? Obwohl? Ah! Schnupper das! Nein! Oder was? Denkt er sich nur. Verdammt, jetzt kann ich hier niemanden. Oh.
Also ich muss im nächsten Zug erst jemanden hier hin beordern. Hi, wie geht's? Ich töte dich jetzt. Nichts für. Hi. Was spinnst du? Voll idiotisch, ey. Ja, gut. Ja, das ist professionelle Kriegsführung hier, was ich hier betreibe. Oh Mann. Was macht ihr denn da hinten? Schaffel, 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 schaffel. Aus irgendeinem Grund weiß nur, was da hinten abgeht, ne? Wir hatten schon einen Verlust, Herbert. Das hat ihn schwer getroffen. Er ist, glaube ich, auf dem Weg eingepennt. So. Boah, du bist schon wieder voll geil. Ich krieg die Krise. Oh. Na, warte, wenn ich gleich eine Granate auf dich werfe, ne? Wird so wehtun. Okay. Ma. Nose. So. Maika, geh mal in Deckung. Wieso denn? Oh, verdammter Dreck. Ich treffe ihn nur echt. Was soll das denn? Na gut. Nein, ich will mich nicht zurückziehen. Obwohl, du gehst jetzt dahin, wo Alicia jetzt hingegangen ist. Ich nehme mich mit. Das ist meine Trophäe. So, haben wir zwei Scouts. Die da oben, mal gucken, was da los ist. Da bin ich, glaube ich, noch nie im Leben durchgegangen. In dieser Ecke hier. So. Dann holen wir Verstärkung. Wir holen. Ja, was holen wir denn? Ich hole mir mal noch ein Dingens. Ein Panzereinheit, weil ich weiß noch so ungefähr, was gleich passiert. John! Schnucki, Herzchen. Und Nose, du gehst mal gucken, was da hinten so abgeht. Ich hoffe wirklich, man kann da auch durch. Okay, hier ist noch nichts. Jetzt kommen gleich Flanken von allen Seiten. Ich glaube, das ist vollkommen idiotisch, was ich hier mache. Da ist überhaupt nichts. Komme ich nur auf der anderen Seite wieder hier rein. Ja, super. Und irgendwie da. Warte mal. So hat Gefühl, das kann man aufspringen. Jawohl! Warum bin ich gut? Weil sieht man ja auf der Karte, dass hier noch hier weitergeht. Perfekt. Dann geht Ali schon mal da lang, Nose geht da lang. Boah, von allen Seiten werden die bombardiert, ey. So, ich weiß nicht, ob du noch was reißen kannst. Ich glaube, ich ziehe gleich zurück. Aber naja. Ich kann dich auch da hinten hinschicken. Nee. Nee, ich ziehe gleich zurück. Weil, ja, guck sich das mal einer an. Welkin, du gehst mal nach vorne. Und dann bewegen wir die Mädels gleich mal da hinten. Weil die müssen ja auch noch vorankommen. Nein, ist schon eine Mine. Und noch eine. So. Ich habe euch nicht vergessen. Jetzt kommt ihr dran. Mose, geh du mal vor. Hey, da ist jemand. Das sehe ich an den, an der Markierung, was auch immer das ist. Aber warum bist du denn immer noch angeschlagen? Boah. Wir sind schon ein paar Züge hier vorbei, ey. Soll ich da hin? Wo wäre eine Granate eigentlich, ne?
Hi. Stirb. Bitte. Jawohl. Boah, den hätten wir so früh erledigen können, dann hätten die viel weniger CP. So. Da ist noch einer. Lenin-Kopf. Was? Little Non-Kopf. Lieutenant Non-Kopf. So, aber wir bewegen uns hier noch mal kurz in den Schatten. Weil er soll uns jetzt nicht unbedingt schon sehen. So. CP werden weniger. Und die patrouillieren noch immer wie ein paar Idioten herum. Hey, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich immer noch. Du bist echt schlecht, weißt du was? Wieso gehst du jetzt wieder zurück? Sehe ich immer noch. Was machst du da? Hallo? Ich rede mit dir. Bah. Und ich sehe, da ist immer noch so ein Geschütz. Hey, Lieutenant Nonnenkopf. Nonnenkopf. Bewegt sich hier hin und her. Er ist wieder so ein seltener Typ. Oh, der ist da hingegangen. Cool. Soll ich da entweder umgehen oder was? Jawohl. Den Zug packe ich auch noch rein. Alicia, guck mal, was da los ist. Was ist da? Boah, hier ist eine echt geile Aussicht. Hier bräuchte ich den Scharfschütz. So. Hi. Was ist das? Autsch! Nein, nicht umgebracht, ich halte es nicht aus. Los, schaffst du es bis dahin? Sieht nicht so aus, ne? Obwohl, ne. Ist ja voll der andere Weg hier wieder. Bäh. Also. Du gehst mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich traue mich nicht schon so da reinzugehen. Oh. Ah, shit. Ehrenjäger. よし。お前たちはできるだけ物資を積んで基地から脱出する準備を進めろ。将軍はどうなさるのですか？俺が敵部隊を引きつけておこう。まあ、そう、Zeit schinden. Mit was denn bitte schön? Ein ehrenvoller General? Oh. Lupus. Super. Ich verpiss mich mal hier. Das ist ein Panzer. Der Panzer hat einen Namen. Das gefällt mir nicht. Ein vollkommen anderes Zeichen. Und ein Bild. So, bevor ich hier die Chance verpasse, will ich ehrlich gesagt den hier zur Strecke bringen. Und stirbte. Nein, das gibt es nicht. So, der Panzer kann ich hier enden. Würde ich noch gerne in diesen Zug hier schaffen. Damit ich mir eine seltene Waffe holen kann. Auch wenn es um Leben und Tod geht, ich weiß. Ah, oh Gott. Leck mich an. Die hat 7 HP. 7 HP hat sie. Mann. Nur weil sie Franzosin ist, oder was? Na gut. Geh in Deckung. Hat er jetzt einen Kommandopunkt? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. So. Ja, wie es hier weitergeht. 7 HP, ich weiß nicht. Wie es hier weitergeht, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.